Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute geht es ums Thema Vergleichen. Und aufmerksam wurde ich durch den Ausspruch von Karl Lagerfeld, der einmal gesagt hat, Persönlichkeit beginnt, wenn der Vergleich aufhört. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel Wahres dran, denn ich kenne es aus eigener Erfahrung und auch aus vielerlei Beobachtung, dass Menschen sich oftmals ja hinten anstellen, wenn es darum geht, etwas ins Leben zu rufen. Da ist dann der andere besser, der ist klüger, der ist schneller, der schaut besser aus, der hat das tollere Auto, das bessere Haus, wie auch immer. Und natürlich vergleichen wir immer, aber es ist schon interessant, dass wir selbst oftmals im Vergleich scheitern. Im Grunde genommen die zweite Reihe einnehmen. Und niemand möchte in der zweiten Reihe im Grunde genommen sein und gerade Frauen auch nicht. Und dann sitzen sie in der zweiten Reihe, rufen die ganze Zeit, hallo, hier bin ich, und möchten in der ersten Reihe sitzen. Warum ist es so? Im Grunde genommen sollte man mal das Verhältnis zu anderen Menschen wirklich genauer anschauen. Denn im Grunde genommen hat jeder seine Herausforderungen, hat seine Probleme und die sind oftmals sehr, sehr ähnlich wie die eigenen. Und von daher ist es schon mal wichtig, dass man nicht letztendlich den anderen als Angst einflößend sieht, sondern einfach sagt, okay, du bist du, ich bin ich und wir begegnen uns jetzt hier. Jeder Mensch möchte bedeutsam sein und jeder kann daher eine Stütze auch für den anderen sein. Und deshalb ist es auch so wichtig, sich genauso auf das gleiche Level zu setzen wie der andere. Und es sagt sich immer so leicht, wenn man vielleicht letztendlich irgendwie immer was anderes gehört hat, schon von klein auf, im Grunde genommen so wie in meiner Generation, ja, halt dich schön zurück und sei schön bescheiden, nimm dich nicht so wichtig und du bist jetzt hier nicht was ganz Besonderes. Doch, jeder Mensch ist etwas Besonderes und jeder Mensch kann auch etwas, was immer dem anderen nützt. Und laufend sein Licht unter den Scheffel zu stellen, ist sicherlich nicht der Sinn der Sache, sondern lieber das Licht auf den Scheffel zu stellen, denn da wird das Licht gebraucht. Und ich möchte es an einem eigenen Beispiel jetzt hier sagen. Als ich vor einigen Jahren ja, beim Aufbau eines Startup-Unternehmens aktiv mit dabei gewesen bin, hat man wohl mein Potenzial erkannt und mir wurde eines Tages die Frage gestellt, ob ich nicht die Leitung der Marketingabteilung übernehmen möchte. Und ich habe mich zwar wahnsinnig geehrt gefühlt, aber dann habe ich plötzlich angefangen rumzudrucksen. Oh Gott, ich weiß ja gar nicht, ob ich das kann. So, das habe ich zwar so für mich gedacht. Aber ich habe einfach, ja, ich weiß nicht so recht, ich glaube, dass, ne, so in dem Sinn immer so rumgeeiert und habe im Grunde genommen kein klares Ja beziehungsweise Nein dazu abgegeben und habe meinen Wert letztendlich nicht richtig dargestellt. Und was ist passiert? Natürlich wurde mir dann jemand vor die Nase gesetzt. Und im Nachhinein habe ich sehr, sehr schnell erkannt, dass ich das genauso gut hätte machen können. Ja, deshalb ist es so wichtig, dass wir wirklich uns jedes Mal fragen, wollen wir nicht eine Aufgabe übernehmen? Wollen wir nicht etwas ins Leben holen, was eine positive Veränderung bedeutet? Gerade wenn wir was verändern wollen. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Wir haben oftmals im Kopf so, dass das dann rein zementiert ist. Und oh Gott, was könnten denn die anderen denken? Es ist nach wie vor, ja, oftmals in den Köpfen, auch in meinen. Auch ich bin immer wieder mit Autopilot mal unterwegs, aber ich sage dann einmal Stopp. Und dann, hey, wer bist du? Wer bin ich?
Und wie können wir uns gegenseitig stützen? Wie können wir uns wahrhaftig sein? Wie können wir uns gut begegnen? Was kann ich dir geben und was kannst du mir geben? Es gibt ja dieses sogenannte Ubuntu. Und das heißt ja nichts anderes als ich bin, weil du bist und du bist, weil ich bin. Und mit dieser Prämisse, wenn wir hier wirklich uns immer wieder begegnen, dann kriegt das Ganze eine richtige hohe Energie und keiner fühlt sich irgendwo nicht wahrgenommen, sondern kann seinen Teil dazu beitragen. Also, ich wünsche es dir und ich wünsche es auch mir natürlich weiterhin. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Tschüss.